Ja, lieber Herr Saltiel, lieber Herr Professor Beclivanos, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Ehre, heute Abend bei Ihnen sein zu können, zu einer Veranstaltung, die dem jüdischen Griechentum gewidmet ist. Eine Veranstaltung, zu deren Organisation ich den Initiatoren gratulieren möchte. Die Beziehung des Judentums mit dem Griechentum ist, wie bekannt, sehr lang. Sie stammt bereits aus der Zeit der hellenistischen Jahre, wenn nicht von noch früher. Vor allem danach, während der hellenistisch-römischen Zeit, ist die strukturierte Errichtung jüdischer Gemeinden im griechischen Raum festzustellen, hauptsächlich in Mazedonien und in Epiros, auf Kreta, den Ionischen Inseln und dem Dodekanes. Doch auch in anderen Gegenden Griechenlands ist seitdem der jüdische Abdruck spürbar. Die Israeliten Griechenlands teilten die griechische Philosophie und sprachen die griechische Sprache. Oft wird aus dieser Zeit die Bezeichnung Judeo-Hellene oder Helleno-Judäa überliefert. Deutlicher wurde die Präsenz des Judentums in Griechenland mit der Ankunft und Ansiedlung der aus Spanien vertriebenen Juden während der osmanischen Herrschaft in Thessaloniki, vielleicht nicht gerade zufällig einer Stadt mit deutlich hellenistischem Charakter. Dabei handelt es sich um die Anfänge einer der größten jüdischen Gemeinden in Europa, deren gegenwärtigen Vorsitzenden wir die Ehre haben, heute hier zu hören. Die Beziehung zwischen Griechen und Juden war von jeher meistens konstruktiv und fruchtbar und hat wesentlich zur wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Entwicklung unseres Landes beigetragen. Bezeichnend für diese, trotz der ethnischen und religiösen Andersartigkeit, unverbrüchlichen Beziehung und des tiefen Respekts der Griechen dem Judentum gegenüber, sind die Worte des damaligen Erzbischofs von Athen und ganz Griechenland, Damaskinos, in seiner Bittschrift vom 23. März 1943 an den damaligen Premierminister des besetzten Griechenlands, Konstantin Logothetopoulos, die die Abwendung des Abtransportes der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki in die Konzentrationslager auf polnischem Gebiet zum Gegenstand hatte. Ich zitiere: Uns interessiert und beunruhigt ausschließlich das Schicksal unserer israelitischen Mitbürger, die wir während des langen Zusammenlebens sowohl in Sklaverei als auch in Freiheit kennengelernt haben. Den Edelmut ihrer Gefühle, die Brüderlichkeit ihrer Liebe, die Fortschrittlichkeit ihrer Ideen und ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, was jedoch am wichtigsten ist, ihre Liebe zum Vaterland. Was den Beitrag der griechischen Israeliten zur sozialen und kulturellen Entwicklung Griechenlands angeht, möchte ich bezeichnenderweise ein paar Namen nennen, in der Gewissheit, durch Auslassung vielen anderen nicht gerecht zu werden. Als erstes Abraham Benaroya, Anführer der organisierten griechischen Arbeiterbewegung mit regem Engagement Anfang des 20. Jahrhunderts in Thessaloniki, und dann auch den bedeutenden Gelehrten und Dichter Josef Elia. Mit unseren israelitischen Mitbürgern gingen wir harmonisch ein großes Stück unseres langen, oft abenteuerlichen historischen Weges zusammen. Wir teilten sowohl die Werke des Friedens als auch unsere gemeinsamen Kämpfe und nationalen Katastrophen. Und natürlich durchlebten wir gemeinsam die tragischen Katastrophen und die Verbrechen, die während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg in unserem Land verübt wurden, als das griechische Judentum massiv betroffen, vor allem die bis dahin blühende jüdische Gemeinde von Thessaloniki, durch die Vernichtung von 66.000 ihrer Mitglieder im Konzentrationslager einen schrecklichen Preis entrichtete. Das war ein großer Verlust, auch für Thessaloniki, das auch, wie auch recht Professor Beclivanos schon erwähnt hat, die Entwicklung, die weitere und die künftige Entwicklung der Stadt wirklich beeinflusste. Griechenland hat auch seinen tragischen Beitrag am Holocaust, dieser schrecklichen Vernichtungsmaschinerie, die unauslöslich die europäische Geschichte gebrandmarkt hat.
Es gibt zahlreiche Zeugenaussagungen über unzählige Ereignisse zur Hilfe und zum Schutz von Israeliten von Seiten griechischer Mitbürger, die damit ihr eigenes Leben in Gefahr brachten. Und es fand auch etwas für kollaborierende Regierungen der deutschen Besatzungsmacht äußerst ungewöhnliche, eigentlich eigenartige statt. Über das vorhin erwähnte Schreiben von Erzbischof Damaskinos hinaus richteten die damaligen Premierminister Konstantin Logothetopoulos und Ioannis Rallis im Nachgang vieler mündlicher Proteste schriftliche Eingaben und Bittschriften an den Bevollmächtigten des Dritten Reiches in Griechenland, Botschafter Altenburg, mit der Forderung der Aufhebung und Nichtausführung der Vernichtungsmaßnahmen gegenüber griechischen Israeliten. Diese Bittgesuche wurden auch von den Vorständen der politischen Parteien, der griechisch-orthodoxen Kirche, dem Präsidium der Universität Athen, den Vorständen des Juristen- und des Ärzteverbandes, der Handelskammern, der Richtervereinigung, Künstler, Schauspielern und anderen mit unterzeichnet. Obwohl diese Bittgesuche leider nicht erhört wurden, zündeten sie jedoch den Funken für eine weiterreichende Mobilisierung. Selbst viele Mitglieder der griechischen Polizei engagierten sich, gaben Bürgern jüdischer Herkunft gefälschte polizeiliche Ausweise, um ihnen die Flucht aus dem besetzten Griechenland und somit ihre Rettung zu ermöglichen. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Zakynthos wurden nur dadurch von Abtransport und Vernichtung gerettet, weil die regionalen kirchlichen und staatlichen Behörden sie rechtzeitig gewarnt und dadurch ihre Flucht von der Insel ermöglicht haben. Die Bittschrift des 23. März 1943 an Premierminister Logothetopoulos wurde später gegen 1963 vom israelitischen Zentralrat Griechenlands als griechisches Manifest für die Israeliten charakterisiert. Damals wurde sogar die Idee der Feier eines Tages der Dankbarkeit zum Gedenken an die griechische Solidarität überlegt. Das Martyrium unserer jüdischen Mitbürger hat über allem anderen hinaus auch die griechische Literatur der neueren Zeit bereichert. Und wieder mit der Gewissheit, dass ich vielen nicht gerecht werde, möchte ich die Erzählung von Dimitris Hatzis, Sabbethai Kabilis, die die jüdische Gemeinde von Ioannina zum Thema hat, sowie die erschütternde Erzählung von Yorgos Ioannou in seinem letzten Buch 1984, die Hauptstadt der Flüchtlinge, erwähnen. Erwähnenswert ist ebenfalls eine wohl lange vergessene Erzählung von Nikos Kokantzis mit dem Titel Gioconda, die Beschreibung einer zärtlichen Liebesgeschichte zweier Jugendlicher in Thessaloniki mit dem bekannten tragischen Ende. Nur zu empfehlen. Der Holocaust an den griechischen Juden ist ungesühnt geblieben und, wie die Ereignisse der deutschen Besatzung Griechenlands im deutschen Raum, nicht besonders bekannt. Doch wurden manche Anstrengungen unternommen, die jeden Zuspruchs und jeder Unterstützung wert sind. Konsequente Folge der unverbrüchlichen Beziehung zwischen Griechen und Judentum ist natürlich die besonders engen Beziehungen Griechenlands mit Israel, die in den letzten Jahrzehnten eine bemerkenswerte Entwicklung erfahren haben. Dabei handelt es sich um eine vielschichtige, partnerschaftliche Kooperation, die sich gegen niemanden richtet, sondern bestimmend ist für die Stabilität des östlichen Mittelmeerraumes. Bedauerlicherweise weist die Menschheit 74 Jahre nach dem Holocaust Zeichen auf, dass sie nicht weiser geworden ist. Der Antisemitismus hat erneut seinen Auftritt. Trotz der Krise und der vielseitigen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Turbulenzen haben wir es in Griechenland bei den letzten Wahlen im Juli geschafft, das neonazistische Konstrukt der goldenen Morgenröte aus dem Parlament auszuschließen, wo es für 7 Jahre seit 2012 im Zuge des allgemeinen Erstarkens rechten Populismus in Europa vertreten war. Griechenland ist darüber hinaus der erste Staat, der im Rahmen des International Holocaust Remembrance Alliance
deren Vorsitz es im Jahre 2021 übernehmen wird, über die Antisemitismus-Definition, IHRA Working Definition on Antisemitism, hinaus auch die Definition der Verleugnung des Holocausts, IHRA Working Definition of Holocaust Denial and Distortion, adoptiert hat. Die Bekämpfung von Antisemitismus setzt aufmerksame Beobachtung voraus, demokratische Wachsamkeit, gelegentlich schmerzhafte Übungen in Kritik und Selbstkritik. Es ist bekannt, dass zur Lösung eines Problems zuallererst seine korrekte Formulierung in all seinen Dimensionen gehört. Im selben Maße wie die korrekte Formulierung einer Frage die Bearbeitung ihrer Antwort erleichtert. Eines ist jedoch gewiss: Die tödlichen Schüsse kürzlich in Halle zielten nicht einfach auf die jüdische Synagoge, sie zielen auf uns alle. Und da weiß ich nicht, ob ein Appell an die Vernunft, wie jener von Thomas Mann vor etwa 80 Jahren, ausreichen wird, um uns als demokratische Gesellschaften zu wehren. Ich weiß jedoch, dass wir alle die adäquaten Lehren ziehen können, sowie ein angemessenes Maß an Mut und Glauben an die Zivilisation, allein schon aus den Beispielen der Solidarität, die ich vorhin erwähnt habe. Ich danke Ihnen.